Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origin mit mir, dem Jan. So, jetzt muss ich hier das Dorf erreichen, ohne zu sterben, aber das ist, glaube ich, machbar. So. Ach so, hier ist ein Fluss. Hatte ich... Ist egal, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte fragen, ob ich diesen neuen Bogen da immer schon hatte. Oder ob der neu ist, der neue Bogen. Welches Dorf muss ich denn erreichen? Einfach mal vorbeilaufen. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Wie? Wie soll ich denn da hinkommen? Hier ist ja einmal außenrum Stacheln. Ey, das wird doch wieder ein Bosskampf hier jetzt, oder? Ach du Scheiße. Ah, da kommt der Naja endlich. Bald wirst du deine Götter treffen. Bajek von Siva. Endlich der Kampf. Bist du bereit für dein Ende? Sei du bereit für deinen Richter. Du findest dich bald in der Duat wieder. Hilfe. Ein ganzer Zorn, Medjay. Kein Wunder, dass es so leicht war, euer Land zu erobern. Rede ja. Nur, du Hund! Du wirst meinen Zorn kennenlernen! Ich konnte nichts sehen, hatte was im Weg. Das nennst du Angriff? Ich erzähle, du starbst als Held, nicht als Verräter. Ergib dich, du bist fast tot. Triff deine Götter. Sie ist ja tot. Hast du mich vermisst? Timius ist Römer. Wir behandeln ihn nach römischem Recht. Er tötete meinen Sohn! Der Pharao ist tot! Ja. Alles, wofür wir so lange gearbeitet haben, gehört nun uns!
Wir haben unsere Feinde bezwungen. Nur wir können Ägypten in eine neue Ära des Wohlstands führen. Wie, der ist da? Der ist doch der Anführer von den Templern. Hä? Verstehe ich jetzt. Wieso überlebt er? Weil es den Orden noch immer geben muss, damit die ganzen anderen Teile von Assassin's Creed möglich sind? Oder wie? Und es lädt schon wieder, ey. Als ob das jetzt alles war von Assassin's Creed, die Hauptmission. Also, außer halt die ganzen DLCs, die es noch dazu gibt. Stehst du nun auf Septimius' Seite und wir werden aus dem Palast verbannt? Ich verurteile nicht das Gift in euren Augen, aber hört einen Moment zu. Sprich, schnell, sonst bist du am falschen Ende meiner Klinge. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Kleopatra hat euch mit Gold entlohnt. Es tut mir leid, Aya. Leid? Sie verdammt uns alles! Wir gaben ihr die Krone und sie steht neben ihm? Wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Septimius sollte in Rom gerichtet werden. Schützt Caesar etwa den Orden? Ein Kompromiss, um Kleopatra zur Königin zu machen. Der Mörder unseres Sohnes ist dein Verbündeter? Wir werden alles tun, um ihn zu töten. Ist das klar? Caesar gibt euch die Schuld an Ptolemäus Tod. Ein Pharao, ein Gottbajek, das kann ich nicht ändern. Ich scheiß drauf, was Caesar denkt. Aber Kleopatra und ich hatten eine Abmachung. Gib mir Zeit, Aya. Ich werde die Wogen glätten. Bis dahin bitte ich euch, seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Verräter. Ey, jetzt lädt schon wieder. Mit all meinen Worten habe ich nichts mehr zu sagen. Kleopatra ist von Rom vergiftet und wir von ihrem Verrat. Wir werden mit Ägypten brennen. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Moment, Moment. Ich lag falsch. Ich trage die Verantwortung. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut und Zorn. Doch das machte sie nur stärker. Wir sind alle verschieden. Doch wir kämpften gemeinsam, damit Kleopatra auf den Thron kam. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht. Nun verstecken sich unsere Feinde hinter Kronen, arbeiten im Schatten von Königen und Königinnen. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Und es beginnt jetzt. Wir müssen weiterkämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war. In Siva. Auf die Bruderschaft. Die Bruderschaft! Du hattest recht. Ich vertraute auf die falsche Göttin. Eine Frage bleibt aber noch offen. Septimius. Er nahm Alexanders Stab. Wieso? Oh ja. Er und Flavius hatten großes Interesse an Alexanders Grab. Dort fangen wir an. Alexandria, das Nachspiel. Und ich habe schon gedacht, es wird zu Ende. Ach, es ist aber erst... Sprich mit Aya. Ich werde Kleopatra vernichten für das, was sie getan hat.
Konzentrieren wir uns auf unser Vorhaben. Was ist übrig, Bayek? Nenn mir eine Sache, die uns noch bleibt. Siva. Der Rest unseres Landes. Wir dürfen nicht aufgeben, Arya. Wir suchen immer noch Remus Mörder. Ja. Wachen voraus. Noch ein Stapel Leichen verdeutlicht unseren Standpunkt. Ja, wir werden nicht aufgeben. Es ist zu lange her, dass wir für mehr als ein paar Tage zusammen waren. Ja, es scheint nur Momente her. Arya, er ist nicht einfach, der Weg, dem wir folgen. Aber nur, wenn du die Tage zählst und nicht die Ziele, Bayek. Komm, beeilen wir uns. Da sind ja Wachen. Hier ist doch irgendwas im Gange. Etwas ist faul. Das sind alles Römer. Caesars Männer? Verteidige Apollodorus. Wir müssen uns beeilen. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Aber wir gehören hierher. Endlich. Jemand, den wir töten können. Zu zappeln. Du überlebst und nach. Tut mir leid. Er tötete euren Sohn. Sie waren hier. Sie nahmen mir die Schwere ab. Sie gehen nach Siva. Siva? Balk, Eier. Euer Volk ist in Gefahr. Geht los. Gute Reise, Apollodorus. In das Haus des Hades. Da ist er noch. Der eine. Ach, jetzt habe ich die Quest abgeschlossen erst. Nein, davor habe ich die doch auch schon abgeschlossen. VUZ, was heißt das? Vor unserer Zeit. Was heißt denn vor unserer Zeit? Oh, das lädt wieder. Es ist völlig still. Sogar die Tiere. Ah, irgendeine Plage hat das Dorf befallen. Das war diese Viper Flavius. Wir hätten ihm längst die Eingeweide rausreißen sollen. Gehen wir in das Gewölbe. Wir sind in Ziva. Römische Soldaten. Sicher Flavius Männer. Wow. Ja, komm, wir steigen auf. Was sollen wir machen? Sei vorsichtig. Hör! Ego ascendam tibi dolor! Schaltet die Eindringlinge aus! Yeah.
schlimmer, mit jemand anderem noch zu kämpfen. Da, mein Pferd steht hier hinten. Wo müssen wir jetzt hin? War diese Burg da immer? Ja, muss ja. Als ob die erst in der kurzen Zeit da alles hingebaut haben. Es war die ganze Zeit Flavius. Er brachte Cäsar und die Römer her und wollte die Macht übernehmen. Wir haben ihm vertraut. Wir waren Narren. So. Ich würde sagen, hier mache ich in der nächsten Folge weiter und sage jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.